Willkommen zurück zu Let's Play The Town of Light. Wir haben Amaras Sachen gefunden. Den Brief haben wir in der letzten Folge schon gelesen. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Okay, das ist sie. Das ist dann wohl Amara. Steht hinten leider nichts drauf. Was haben wir hier? Amara, da ist sie. Sie existiert eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Ja. Auch ein Schuh, da haben wir auch ein paar Schuhe. Und hinten noch ein paar Klamotten. Da ist noch ein Schuh. Schuhe, Schuhe und Schuhe. Okay, also wir sollten jetzt mal ins Schwesternzimmer gehen. Eins der beiden. In der Hoffnung, dass wir was über die befreundete Schwester von der Krankenschwester von der Amara ausfinden. Wir müssen nur schauen, wo ist, da sind nochmal die Kranken, die Schwesternzimmer. Es gab, glaube ich, zwei auf den beiden Stockwerken. Ich frage mich gerade, wo Charlotte ist. Schauen wir mal. Also hier ist Schwesternzimmer 13. Das wäre direkt daneben. Map, map, map. Gut, nochmal zurück, weil es so schön war. Ach ja, ach ja, ach ja. So kann man hier auch mal erkunden. Das ist so krass. Ich glaube, ich würde an so einen Ort niemals alleine gehen. Da würde ich irgendwen mitnehmen, sonst wäre mir das viel zu gruselig. So, hier haben wir ein Schwesternzimmer. Schauen wir mal, ob wir hier was finden, was passendes. Ach, das Gerät. Wir haben meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Los weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Der Pavillon? Apre Nuovo Centro Tuberculosia Inaugurato Padiglione Maragliano. Ach, Maragliano, das haben wir doch aus dem Schild. Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke wird eröffnet. Eröffnet das Pavillon Maragliano. Das war draußen. Ach du heiliger, neuer Standort. Ja, wir haben hier alles erkundet. Maragliano, das war draußen ein Schild. Ganz am Anfang, erste Folge. Erinnert ihr euch? Da war ein Straßenschild. Maragliano, oh Gottes Willen. Hier muss ich aber aufpassen bei dem Spiel. Das gibt's ja nicht. Oh, Gottes Willen. Nehmen wir das Ding hier mal mit und gehen wir mal zum Pavillon Maragliano. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da hin müssen. Das war, glaube ich, hier raus, dann links. Und da hinten war dann nachher ein Schild. Maragliano. Oder wir müssen irgendwo da hinten, also über den Park raus. Das wird wahrscheinlich auch gehen. Aber hier raus, dann war da ein Schild Maragliano. Ist die Frage, ist da... Oh, jetzt ist da offen. Das war vorher nicht offen. Maragliano, da Campo Santo. Okay, hier geht's jetzt an, gehen wir jetzt mal zu dem anderen. Zum Haus für Tuberkulosekranke. Eieieiei. Hier mal links und rechts gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Man weiß ja nie, was sie hier noch versteckt haben. So ein Easter Egg oder so. Bisher habe ich da wenig gefunden. Bis auf das eine Ding. Ach, jetzt kann man auch hier durch. Jetzt hätte man auch hier lang können. Aha. Die Welt verändert sich, je nachdem, was passiert. So. Ferry und Maragliano. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist schon wieder so komische Musik. Hier ist schon wieder so komische Musik. Das mag ich wirklich gar nicht. So. Maragliano. Und Ferry. Ferry Ultra. Das neue. Okay, das scheint doch das besagte Haus zu sein. Ferry und Maragliano. Hier liegt schon wieder eine Menge Schrott rum. Da geht es anscheinend nicht lang. Ich hätte gerne nochmal sowas wie den Spielplatz am Anfang. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Hier immer mal nach geheimen Eingängen suchen. Man weiß ja nie. Und jetzt geht es zu einem neuen Stand. Neuen Schauplatz. Oh mein Gott, deswegen. Habe ich das Ding noch dabei? Ich habe das Ding noch dabei. So eine Art. Ich tippe mal auf eine Spieluhr. Maragliano. Hier. Entweder da hinten lang oder hier lang. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier? Die Sonne scheint gerade unterzugehen. Hier ist. Oh, mit Ausblick hier.
Das könnte hier richtig, richtig schön sein, wenn das hier nicht eine Psychiatrie wäre. Oh Mann, ey. Es könnte wirklich, wirklich schön sein. So, wo geht's hier rein? Eingang, please. Da geht's ja nicht durch. Hier irgendwie rein oder so. Gibt's hier wieder so einen geheimen Klettergang? Hier scheint nichts zu sein. Ich sehe auch nichts, wie man da hoch könnte. Nee, erstmal nicht. Da müssen wir wohl doch da hinten rein. Hm, da ist ein Fenster halb offen, aber vergittert. Oh Mann, ey. Jetzt geht's. Jetzt müssen wir die Krankenschwester finden, die hier nach Maragliano verlegt. Oder was steht da auf dem Schild? Maragliano. Das hier ist Maragliano. Oh, nicht das Gebäude hier, das andere. Oh, aber jetzt würde ich ja trotzdem kurz hier außen lang gucken. Einfach für den Fall, das ist Maragliano. Und die Musik im Hintergrund, die macht mich schon so wieder so paranoid. Ey, das darf nicht wahr sein. Wie könnt ihr es wagen? Okay, hier geht es dann wohl nicht weiter. Hier ist... Ne, hier geht es nicht weiter. Und hier ist auch Schluss. Okay, lustig mit Schluss. Wir müssen wohl doch nach Maragliano rein. Ich befürchte es. Shop-Angst. Shop-große Angst. Nicht gut mit dieser Unheil mitschwingenden Musik, da kann es nur schlimm werden. Machen wir die zweite Seite auch noch auf, weil ist so. Hier haben wir wieder ein altes Fahrrad. Hier haben wir noch so eine, wieder so ein, als diesen Spezialrollstuhl, überall Mülleimer. Und kurz mal Reminiszenz. Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die kranken Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt. Aber sie durften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Und ich bekam Angst. Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Du auch nicht, Charlotte, oder? Um Gottes... Ein Auto. Was? Was? Kapitel 12. Wie schon gesagt, wir sind hier bei den Tuberkulosekranken. Hier ist nochmal so ein schönes, so ein schöner Spielplatz, aber der sieht nicht mehr ganz so neu aus. Das war ein ordentlich höhere komische Geräusche. Ich mag nicht mehr. Oh, um Gottes Willen. Okay, schauen wir nochmal kurz hier durch die Gegend. Einfach weil. Hier rein vielleicht. So. Hi. Oh, ich glaube, ich befürchte, wir müssen hier rein. Ich befürchte es. Ich traue mich nicht. Ich gehe jetzt nochmal nach links und rechts und gucke, weil ich Angst habe und dementsprechend, ich muss jetzt rein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, ich muss jetzt rein. Oh, um Gottes Willen. Und wir können nicht rein. Schön, wir können nicht rein. Warum bin ich dann hier gewesen? Muss ich jetzt wieder raus? Das Licht hier wird immer grausamer. Ich muss jetzt zurück. Los, dem Leichenwagen hinterher. Bis zum Friedhof. Oh, dem Leichenwagen hinterher. Okay, ich muss dem Wagen folgen. Bis zum Friedhof ist ein langer Weg. Das ist diese Campo Santo. Das ist, glaube ich, italienisch für Friedhof mit den ganzen Kreuzen daneben. Das könnte wohl sein. Oh Gott, auf zum Friedhof. Auf zum Friedhof! Yay! Oh. Aber die Bilder zwischendurch sind schon echt krass, gerade mit den Tuberkulosekranken und so weiter. Oh, nicht schön. Also wirklich gar nicht schön. Warum ist hier ein Leichenwagen? Da hinten fährt er noch. Ich muss hinterher. Lauf schneller, Schatzi, lauf! Okay, nicht irgendwelche komischen Tasten drücken. Hilft meistens.
dann ruckelt es auch nicht. Auf zum Friedhof. Wahrscheinlich finden wir dann Amara auf dem Friedhof. Oh Gott, das wäre Super-GAU. Das wäre so ein ziemlicher Super-GAU. Wenn wir dann Amara auf dem Friedhof finden. Ist der Wagen noch da? Da hinten ist der Wagen. Eieieiei. Okay, Türchen auf. Tür auf. Hallo, Tür auf. Danke. Geht ja noch nach außen auf. Hier haben wir die schönen Awards gefunden für die... Da ist der schöne Spielplatz. Wir müssen aber dem gleichen Wagen hinterher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt können wir hier durch, oder? Hä? Wie ist der hier durchgekommen? Was? Hä? Hier lang? Hier konnten wir vorher nicht lang. Laden, okay. Laden. Wo ist der Friedhof? Okay, hier anscheinend nicht. Dann da irgendwo lang. Hä? So wie... Hä? Hier geht's auch nicht lang? Hab ich mich verlaufen? Da konnte ich das doch durch. Campo Santo war doch... Lass mich mal gucken hier nochmal. Also, Campo Santo ist doch hier lang. Das sieht nach Friedhof aus. Da geht's nach Volterra, da kommen wir nicht hin. Also doch hier lang. Und dann... Und dann... Dann nicht lang. Hier geht's zum Friedhof. Jetzt laden wir wieder. Hier lang. Hier durch? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Da hinten, das Panorama sieht gigantisch aus mit der Sonne, aber... Was wird hier passieren? Ich bin... Hilfe. Ich bin schon so ein bisschen ängstlich, aber das Setting ist einfach genial hier. Fauna, ihre Dingsbums, was? Okay, keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich folge einfach dem Weg. In der Hoffnung, dass ich richtig gehe. Ein sehr langer, langer Weg hier. Das sieht nach Friedhof aus, da unten. Ja, okay, wir gehen auf den ausgelatschten Weg. Wo ist das? Wie ist das Auto da hingekommen, frage ich mich gerade. Haben sie da ganz fix die Barrikaden weg? Ah gut, es ist eher das nur Halluzination, von daher macht das nichts. Tja, was finden wir jetzt hier? Finden wir jetzt Amara? Finden wir sogar das, vielleicht sogar das Grab von René? Mit den Tuberkulosekranken, oh, das wird Sinn machen, dass wir das Grab von René finden. Oh. Ich will's. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Das ist so ein, wie bei Dead Synchronicity, das ist auch so ein Spiel gewesen, wo du am Ende dachtest, ey, ernsthaft. Bei dem Spiel war ich am Ende sprachlos, aber wirklich sprachlos, und das hat mich einfach fertig gemacht. Das ist wieder so ein Spiel hier. Okay, Campo Santo, hi. Und jetzt? Da ist der Leichenwagen. Charlotte. Das ist Charlotte. Meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Ach du. Einmal zusammen spielen gehen. Ja, wie spielen? Lass uns doch einmal zusammen spielen gehen. Zum Spielplatz, oder? Soll ich jetzt zum Spielplatz gehen? Wieder komplett zurück? Okay, die Lampen führen mich irgendwo hin. Damit ich was sage. Hier. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Oh, ich krieg gerade eine Gänsehaut. Ey, das darf nicht wahr sein.
bin ich hier? Okay, hier sollte ich anscheinend nicht hin. Boah, hier soll ich lang. Vielleicht führen sie mich wirklich zurück zum Spielplatz, aber alter, Gänsehaut. Warum denn? Heidewitzka, ey. Okay, ich folge dem Licht zum Spielplatz. Wenn wir noch einmal spielen sollen, ja gut, dann gehen wir halt zum Spielplatz. Da führen sie mich wahrscheinlich gerade hin. Einmal zurück zum Spielplatz, den Spielplatz, den ich am Anfang schon so schön finde. Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Oh, dieses Setting macht mich fertig. Meine Seele nicht fähig zu leben. Pandoria, du bist verdammt gruselig, weißt du das? Nicht fähig, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört habe. Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. Ich sage, ich liege in diesem Sarg. Weil wieso sollten sie sonst Charlotte dazu packen? Hier lang. Wieso sollten sie sonst Charlotte dazu packen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ich bin tot. Nö. Noch einmal spielen gehen. Wieso ist jetzt das Gewächshaus erleuchtet? Was soll das? Oh, wieso ist diese Puppe so creepy? Mann, ey. Okay, dann spielen wir noch mal eine Runde. Da sind wir schon auf dem Spielplatz. Boah, diese Schreie im Hintergrund. Diese Schreie, ey. Vor allem die Taschenlampe ist jetzt nur dazu da, um Charlotte anzuleuchten. Leute, ey. Okay, gespielt haben wir jetzt. Und ihr muss jetzt jedes Gerät einmal ausprobieren, oder wie ist das? Da sind auch nochmal Lampen. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Muss wahrscheinlich jedes Gerät einmal benutzen. Okay, reicht. Stopp. Halt aus. Mir wird schlecht. Wieder. Das hat mich schon beim ersten Mal. Oh, wie sehr, so sehr ich mich über diesen Spielplatz beim ersten Mal gefreut ich habe. Ich wünsche mir nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche okay. mir nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir mich selbst zu verlieren. Für immer. Oh, Alter! Was? Was, wo habe ich die Schere her? Was? Alter! Was tue ich da? Was in drei Teufelsnamen tue ich da? Neues Kapitel 13, ja. Willkommen mit Kapitel 13. Fabula Elementare, was? Eine Equola, das ist eine Schule. Was mache ich hier? Ich dachte schon, jetzt kommt der Abspann. Ich höre nur lustige Lieder. Okay, die Türen links und rechts kann ich wieder gekonnt ignorieren. Da kann ich hier nichts machen. Was ist das für eine Riesenschule? Oh, Waber, Waber, Hilfe! Mach mir nur nicht so eine Angst, Waber, Waber.
Habe ich jetzt gerade meinen eigenen Dämon getötet mit der Puppe? Was, ey? Alter Verwalter. Waber, waber. Ja, okay. Wie lange wabert das jetzt noch so weiter? Okay, jetzt wird heller und die Musik wird lauter, es wabert. Okay, da ist ein Ende in Sicht. Warte mal, was ist das? Was? Jetzt ist das. Was? 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 Ich will hier weiter geradeaus gehen. Was sind drei Teufelsnamen? Wo sind wir hier? Was ist das hier? Sind wir in einem endlosen Labyrinth? Wir sind in einem endlosen Labyrinth, oder wie? Oder was? Oder wo? Das sieht ziemlich nach dem endlosen Labyrinth aus. Okay, Licht aus. What? Willkommen im Labyrinth. Okay. Hi. Hi. Da sind wir gerade von. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hier wird's dumm. What? Muss ich jetzt zurückgehen? Vorwärts? Drehen? Ich höre. Alter, ist das surreal. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Wie jetzt? Das war jetzt wieder die Anfangsszene. So wie. What? Okay. Jetzt sind wir hier. Was mache ich jetzt? Ist das gruselig? Dann machen wir die Kurve. Leute, Leute, Leute. Aber das war jetzt doch gerade wieder die Anfangsszene, oder? Jetzt wird alles schwarz. Oh, holy moly. Holy moly. Wieder alles ruhig.
jetzt im Film? Aufzug? Okay. Ist das im Aufzug? Nö. Wir werden hier gerade durch Volterra geschoben, oder? Damals. Wir werden hier gerade durch Volterra geschoben. Kapitel 14. Ja, willkommen in erneut in Volterra. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hab keine. Was? Bis dahin. Ciao.